Die Zusammenstellung der Verse, liebe Schwestern und Brüder, die wir heute aus dem Propheten Sacharja hören, aus dem zweiten Kapitel, schließen nahtlos an das an, was wir die letzten Tage beim Propheten Haggai hörten. Die eigentliche Kraft des Volkes Gottes und seine Mitte, seine Priorität ist die Gegenwart Gottes selbst. Dieses schöne Wort, juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. Was wir bei Sacharja hören und lesen, das gilt natürlich auch von der Kirche. Und nicht nur auch, sondern es kommt in der Kirche zum Ziel. Aber bevor wir es von der Kirche sagen können, müssen wir es von Maria sagen. Bei ihr ist dieses Wort nicht nur für ein Volk gesagt, sondern ad personam, auf ihre Person hin. Freue dich, ich komme und wohne in deiner Mitte. Das ist eine ganz körperliche Vorstellung, dieses Wohnen Gottes in der Mitte Mariens. Dass ein Mensch so bereit ist, Gott aufzunehmen. Von daher kommen alle diese Anrufungen, alles das, was in der Lauretanischen Litanei seinen Niederschlag gefunden hat, in den vielen Liedern, die wir singen, vom Turm, von der Mauer. Das ist hier bei Sacharja grundgelegt. Wir haben das eben als Lesung gehört. Die offene Stadt, die zugleich geschützt ist, weil der lebendige Gott in ihr wohnt. Deshalb werden die Psalmworte an den Marienfesten, etwa beim Responsorium, von der Stadt auf diese Frau bezogen. Gott wohnt in ihrer Mitte, heißt es im Psalm. Alles, was wir von Maria sagen, dürfen wir auf die Kirche übertragen. Auch wenn wir selber dann Kirche sind, merken wir sind nicht so bereitet wie Maria. Aber die Absicht Gottes ist klar. Er will in unserer Mitte wohnen. Und er tut es auch. Aber damit das fruchtbar wird für die vielen Völker, die kommen, und nicht abbröckelt, wie wir das in diesen Tagen erleben, braucht es unsere Bereitschaft. Müssen wir unsere Widerstände, auch unsere Motzigkeit und Trotzigkeit, wo immer die herkommt, ablegen. Wir müssen wie Maria empfänglich werden. Für das Wort, für den Samen des Wortes Gottes. Sonst bleibt dieses Wort nur Geräusch. Wir hören es, vielleicht finden wir es sogar schön, aber es wirkt nicht. Machen wir uns Maria zum großen Vorbild unseres Lebens, auch des geistlichen Lebens sowieso, damit das Wort nicht nur erklingt, sondern in uns einsinkt und fruchtbar wird.